quatscht immer nur dusselig rum und wir sollen immer schön sachlich bleiben. Ja, ich meine, ich weiß nicht, was der Blödsinn soll. Also, wenn... Muchas gracias, afición. Este para vosotros. Sí! Oliver Kahn, Sie sind bekannt für Ihre klaren Worte. Warum hat Bayern München heute hier 2-0 verloren? Weil wir kein Tor geschossen haben und nicht alles, glaube ich, aus uns herausgeholt haben, was möglich ist. Welchen Einfluss haben Sie als Kapitän, irgendwas zu machen? Sie sagen uns zwar, was fehlt, aber wie kann man denn was ändern? Ja, was soll ich hier jedes Mal vor der Kamera stehen und hier diskutieren, was man ändern kann? Das ist doch alles nur Alibi-Erklärung, sind doch das. Ich denke, dass wir die Dinge intern besprechen werden und dass die Spieler genau wissen, was sie verbessern müssen. Was soll ich hier jedes Mal in die Kamera reinquatschen? Das ist doch völlig, völlig sinnlos. So, können wir jetzt dann zum seriösen Teil kommen, oder? Erstmal, meine Kinder werden grundsätzlich keine Journalisten, also das werde ich erstmal versuchen, so hinzukriegen. Ich kann nur dazu sagen, wenn Sie flotte Sprüche hören wollen, dann müssen Sie nach München gehen. Wenn Sie flotten Fußball sehen wollen, dann sind Sie hier richtig. Dann doch. Was? Dann doch ein kleiner Verlust im Hinblick. Immer jedes Mal, wenn wir Hinblick. Egal, immer ein Hinblick auf was? Was soll das? Was wollen wir hinblicken? Auch ein Hinblick auf dieses Interview? Mit Fußball möchte ich später nichts mehr zu tun haben und ein Trainerberuf kommt für mich wahrscheinlich nicht in Frage. Also das ist der Grund, warum ich mir hier dieses Spiel angeschaut habe. Jetzt noch zum Spiel selber. Machen wir, glaube ich, nochmal neu. Here in New York, I am happy I come next year for play soccer, for take a good season with the Metro Stars. Nur so viel sagen, wenn wir gestern so gearbeitet hätten wie meine Frau heute, dann hätten wir mit Sicherheit 10-0 gewonnen. Dem Krug so... Wir sollen nicht mal drüber reden, es ist doch eine Frechheit, was der pfeift. Einmal... Nur für eine Richtung, gelbe Karten für uns, rote Karten für uns. Der Freistoß, der keiner war, der pfeift doch alles gegen uns. Ein bisschen rübergeguckt zu den Bayern. Das ist absoluter Schwachsinn. Das sind irgendwie für mich so wirklich absolut blöde Journalistenfragen. Ich habe mich auf mein Spiel konzentriert. Warum soll ich rüberschauen? Was sie immer wieder da versuchen hineinzuinterpretieren. Wirklich, er geht mir völlig auf den Keks. Ich muss mich um meine Mannschaft kümmern, um mein Spiel kümmern. Nach dem Spiel kann ich rüberschauen, aber nicht während. Kann das auch in meinen Journalistenkopf reingehen oder soll ich dann noch schriftlich mitgeben? Meine erste rote Karte sozusagen als Trainer, die fand ich besser. Da bin ich sogar ein bisschen stolz, nur auf die eine, weil für alle anderen nicht. Das war dann eher peinlich, wie ich mich da verhalten habe. Aber da bin ich zum Linienrichter gegangen, als Schiedsrichter als Trainer gegangen und habe gesagt, ich wollte nur fragen, wie viele Fehlentscheidungen eigentlich erlaubt sind, weil wenn es 15 sind, hast du noch eine frei. De qué hablan? De música, de mujeres, de moda, de zapatos, de maletas, de joyas, de penados. ¿Más? Sehen vorne. Hätten man vielleicht früher wechseln können oder Sie werden mir jetzt sagen, es kommt auf die Spielweise drauf an, nicht wie viele Stürmer spielen, einen zusätzlichen Stürmer bringen? Können Sie bitte die Frage nochmal wiederholen, weil jetzt verstehe ich es wirklich nicht. Mit wie vielen Stürmern haben wir heute wieder gespielt? Bitte, wiederholen Sie. Offensivmännern, aber nicht... Offensiv haben wir mit 3 Stürmern gespielt, meine Herr. Aber dass Sie das nicht sehen, da kann ich nichts für, ja? Vielleicht haben Sie Ihre Haare in die Augen hängen, nee, ich weiß es nicht. Alles Gute dem Weltmeisterteam Red Bull in der Formel 1. Ich kann die Fragen und Antworten selber geben. Ich bin froh, dass wir eine Runde weiter sind. Ja. Finde ich cool, dass die Fans uns so da unterstützen. Ja, finde ich auch sehr cool. Geht jetzt der Fokus am Sonntag? Ja, ebenso. Wir haben ein schweres Spiel mit Schalke. Ist eine super Mannschaft, die jetzt gerade wieder in Fahrt gekommen ist. Deswegen dürfen wir da nicht weniger machen als in den letzten Spielen, auch wenn wir gerade eine sehr erfolgreiche Phase durchleben. Ja, bin ich froh, wenn danach wieder ein bisschen Pause ist. Selbstverständlich, weil ich glaube, eine Pause tut einem immer ganz gut. Und auch beim letzten Mal nach der Pause sehr stark wiedergekommen. Freitagabend, Flutlichtspiel in der Bundesliga. 2 Traditionsmannschaften gegeneinander. Werder Bremen gegen Borussia Dortmund. Bei mir ist der Trainer der Gäste, Jürgen Klopp. Ja.
Joe Gursch. Ronaldo, preparado para este jogo hoje? Che ha l'obiettivo di fare 4 su 4, 4 vittorie in altrettante partite, sarebbe un inizio migliore possibile immaginabile. Affronta una formazione molto interessante.